Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD, ein Midnight Figure Feature. Der einzige YouTuber ohne eigenes Internet. Was das ist, da müsst ihr alle Videos gucken, dann wisst ihr warum, wieso, weshalb. Ja, aber das ist auch gut so. Weil sonst nimmt das überall wie mit den Püppchen sammeln und so weiter. Aber wenn ich alle paar Tage in meinem Netz bin, ist das schon okay. Ja, und ich war ja mal wieder auf Toy-Tour. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Toy-Tour-Beute, wenn nicht, guckt es euch unbedingt an. Und auch beim Gore-Minister, Toy-Tour etc. Ja, da habe ich mir im Comicland in Dortmund, schöne Grüße, da habe ich direkt geblitzt, den Quill gekauft aus The Mandalorian, Staffel 1. Ja klar, Staffel 1. Vintage Collection 227. Ja, jetzt gucke ich mal aus dem Jahre, wie lange ist denn das schon wieder her hier? 2022. Ach, noch gar nicht so lange her. Haben die den 2022 erst rausgehauen, die Figur? Krass. Wir gucken mal kurz hinten. Wir haben ja noch also Vintage Collection. Das ist die Collection mit den dünnen Karten. Wie gesagt, Prototype Collection gibt es da jetzt so. Die sind richtig dick halt. Die Karten, schade, dass das hier nicht machen. Weiß nicht warum. Hat auch hier ein paar Stresslinien. Hat jetzt einen Zehner gekostet. Musste ich dann doch mitnehmen. Und den Retro Collection davon hole ich mir auch noch. Aber weil er Stresslinien hat, packen wir den natürlich auch gleich aus. Wie gesagt, hinten gibt es noch ein paar schöne Figuren. Den Lobot, den hätte ich ja auch noch gerne. Ja, den Quill dann. Bib Fortuna, kann man machen. Ne? Den Mythroll IG-11 Rebel Hood, hier Echo Base Battle Gear. Ein Rebel Soldier. Habe ich noch als Original Vintage Collection von 2012 oder so. Habe den dummerweise aber ausgepackt. Und ich glaube, der war sogar unpunched. Egal. Bo-Katan Kryze habe ich doch auch, oder nicht? Als Vintage Collection? Ich weiß gar nicht mehr, ob es Retros oder Vintage Collections sind. Ja, und Lando Calrissian mit dem Cape ist natürlich auch sehr geil, ne? Da hätte ich schon Bock drauf. Ja, jetzt packen wir den mal aus. Gesprochen wurde er ja von Nick Nolte. Aber Nick Nolte war nicht da drin. Ach, was für ein Wunder. Sondern, wie heißt sie? Misty Rosas. Rosas. Die war ja auf der letzten Power of the Force Con. Letztes Jahr auch auf der Power of the Force Con. Super nett. Die hatte letztes Jahr da auch noch CDs liegen. Ich glaube, die singt auch und so weiter. Wer sich dafür interessiert, guckt einfach mal im Netz. Ihr habt ja alle Internet, dann könnt ihr da ja rumdiggen. Ne? Das sollte ja dann kein Problem sein. Bei mir ist das mit Recherche immer ein bisschen schwieriger. Ich lese sowas ja noch aus Büchern dann und so weiter. So, und wieder schön zum Körper hin hier, ne? Warte mal, was ist denn hier los? Schneid doch mal ein bisschen mehr. So. Super. Ist übrigens ein Ugnaut, ne? Habe ich ja noch gar nicht gesagt. Das ist halt schön, dass du die Ugnauts wieder, währenddessen mache ich mal hier die Klebestreifen ab für die Waffe und sein Backpack, dass das im Mandalorian Ugnauts wieder aufgetaucht sind, ne? Ich glaube, welche Serie war es? Ja, doch, das ist auch beim Mando, wo wir noch mehr Ugnauts haben hier. Moff Gideon, ne? Ich will jetzt nicht spoilen oder so. Ich meine, da wären auch noch welche gewesen. Und ja, erste Mal gesehen und einzige Mal eigentlich bei Imperium schlägt zurück. Ja, ich hoffe, oder sind die später nochmal irgendwo aufgetaucht? Ich glaube nicht, ne? So, hier wieder. Und das sieht immer schön aus. Also ich finde die Karten so, das ist wunderbar immer, ne? Mit irgendeiner Farbe dahinter halt und so, das ist klasse. Da haben wir den guten Herrn. Da ist auch nur einfach verpackt. Wie gesagt, Ugnauts sind halt auch so super technisch versierte Typen. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein kleines Schweinchen und so weiter. Ne? Gibt es anscheinend auch in verschiedenen Größen. Ne? Früher sahen die sehr klein aus bei Empire. Wenn man jetzt mal so guckt, sind die doch schon ein bisschen größer. Aber das haben wir mit den Yaras ja auch gehabt halt, ne? Da gibt es ja auch so einige. Komm, ich packe ihm mal eben schon mal seinen Backpack dran. Können wir ihn gleich wieder abmachen. Ja, das sitzt schon mal gut. Die Waffe ist auch geil mit dem Gurt noch da dran. Ne? Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob er die... Ey, das ist so schlimm mit den Augen, ne? Ich muss jetzt... Das ist echt heavy. Vielleicht sollte ich mir mal eine Review-Brille besorgen. Weil hier ist ja gar kein Griff an dem Gewehr dran. Das kann er so gar nicht nehmen. Irgendwie. Machen wir gleich. Ich hänge es ihm einfach mal eben über die Schulter. Für den kleinen Rundumblick hier halt. Ne? Ja, da fällt schon wieder ab. Dieses Jahr gibt es, glaube ich, wenig Outtakes. Also ich habe mich selten aufgeregt und so weiter. Das ist merkwürdig. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt bleibt doch da dran, du Mistding. Jetzt kippt er um und dann fällt das wieder runter. So, jetzt können wir uns auch einmal schön in eine Runde angucken.
Ja, der sieht geil aus. Also der gefällt mir auch wieder super. Also der klasse, 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 klasse. Und ja, ich würde sagen, ab zu den Details. An die Details ran, ne? Wie das hier so schön heißt. Ja, da haben wir nun, ne? Den Mechaniker, den Techniker, ja, ne? Die können halt alles, diese Ugnauts. Ich finde, vom Design ist der halt auch einfach super. Hier mit so einer Fliegermütze, ne, die Brille. Die kann man natürlich nicht abnehmen, aber guck mal, das Gesicht auch. Und ich finde, ja, der hat ein bisschen was von Nick Nolte. Als Ugnaut halt. Auch wenn da eine Frau drin steckt in dem Kostüm halt, ne? Aber guck mal, die Details, das ist super schön halt. Alleine dieses Halsding hier. Ich guck gleich mal, ob man den Kopf kann man bestimmt abmachen. Backpack. Super geil auch der Rucksack, ne? Kannst du hier ganz einfach, guck mal, ganz einfach draufstecken, abziehen. Ja, guck mal, warte mal. Kopf kann sich Kopf kann sich komplett bewegen. Ja, dann machen wir das mal direkt. Zack. Ah, der hat so ein Halsgelenk. Ich dachte, da wäre eine Kugel. Ja, dann kann man das. Das ist natürlich auch ein geiles Teil für eventuell Javas oder Tusken so um Hals machen, ne? Oder so Wüsten-Jedis raus machen. Mal gucken, wie er so aussieht. Ja, guck mal, dem Hals auch. Das sieht echt cool aus. Und du kannst halt, ne, das ist halt das Gute mit diesem Knochen halt an dem Hals. Du kannst den halt den Kopf ein bisschen wieder nach vorne machen. Also nicht nur drehen halt, sondern guck mal. Ey, super geile Posen. Also das ist ja schon mal echt klasse. Das finde ich geil. Wie war das so rum, ne? Jetzt muss ich mal eben hier wieder ein bisschen gucken. Ich sehe doch nichts. Ich erblinde doch langsam. So. Ja, guck mal hier die. Aber hier Drehgelenke, ne? Ja. Das ist gut. Ellbogengelenk hier zum Drehen mit dieser Scheibe auch. Und dann natürlich hier die Hand. Guck gerade, ob man die noch ein bisschen. Na gut, da ist jetzt nichts mehr halt, aber. Aber ich glaube, den kann man ganz geile Posen packen, also, ne? Wenn er da. Guck mal hier so. Ja, schade, dass der nicht überlebt hat. Achso, jetzt habe ich gespoilt, ne? Dann haben wir hier dieser. Ja, diese Überwurfjacke, der Rock, hier wieder so weiches Material. Gürtel kann man leider nicht abnehmen. Den Taschen auch ganz geil, ne? Ja, es wäre halt geil, wenn, wie hieß denn das, wenn dieses Reittier noch rauskommen würde. Alleine für den Mando oder auch hier für den Quill halt, ne? Das wäre geil. Die gab es ja nur für diese Mission Fleet-Serie oder irgendwas. Obwohl, da passten die schon fast von der Größe. Jetzt gucken wir mal, wie das mit den Beinen hier ist. Wie kann man die denn. Die müssen wir noch einknicken können, oder? Ja, klar, hier ist doch. Ah, ein bisschen schwer, okay. Ja, aber ist ja gut, wenn schwer. Besser als wenn sie wieder so locker sind und so weiter, ne? Fußgelenk hier so. Ach, der ist super. Also der ist echt klasse. Der ist geil. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so lange gesträubt habe, mir den zu holen. So. Auch den Retro Collection halt, weißt du, der passt ja auch wieder. Also wie gesagt, die Retro Collection finde ich echt. Die gefallen mir, die Dinger. Die müsste man alle auspacken und dann packst du die zu deinen alten, kriegt der Sternefiguren halt und so weiter. Gerade Charaktere, die es früher nicht gab. Ne? Guck mal hier auch die Hose. Den ganzen Taschen hier halt. Ja, kannst du hier noch schön drehen. Also super. Guck mal hier, selbst die Schuhsohle halt, ne? Sehen wir dann die Bestempelung wieder drin. Aber das Profil hier, zumindest der Rand der Sohle mit dem Profil, finde ich auch echt klasse. Der ist fein, der ist geil. Also der ist toll, der gefällt mir richtig gut. Und ich sag mal, für einen 10er mal wieder eine Vintage Collection Figur. Ich meine, der ist jetzt auch nur zwei Drittel so groß wie die anderen, ne? Aber mit dem Backpack hier, das ist klasse. Der Schal, den er umhat hier, also der Schal, der flasht mich auch voll. Den finde ich auch super schön. Das ist schon klasse. Dann hier nochmal kurz, ne, seine Waffe. Auch geil, guck mal, wir haben sogar ein bisschen Farbe dran. Ja, hier so Metal, Gunmetal mäßig halt, ne. Dann der Riemen halt, der Tragegurt halt, ne, super. Die könnte man fast auch für Javas nehmen, so, ne. Aber blöd ist nur, man kann ihm die halt nicht richtig schultern. Aber vielleicht, guck mal, vielleicht ja so. Ja, so geht das doch. Voll geil. So, voll geil, tolle Figur. Ich habe gesprochen. Ja, dann auf zum Schlusswort. Dann werde ich mal sprechen. Also er hat gesprochen, jetzt werde ich sprechen. I love toys. Ja, das war der Ugnaut Quill, ne, aus The Mandalorian.
Finde ich geil, gefällt mir super. Kann man schön auch in so Tatooine-Diorama irgendwas, Mos Eisley oder so packen. Ne? Finde ich super schön. Ja, das war es dann auch mit dem Review. Ne? Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken, fürs Reinschalten, fürs Abonnieren oder auch nicht. Was auch immer. Bleibt gesund, habt Spaß beim Sammeln, bleibt immer ein bisschen Kind. Ne? Nehmt nicht alles so ernst. Und ja, wir haben gesprochen. Peace and Justice. Tschüss.